Noch sind wir hier in unserer Unterkunft in Cascada Verde Hostel. In Uvita. Ja, und wir sind hier so ein bisschen abgelegen. Man ist hier so auf so einem kleinen Hügel. Und wir wollen jetzt den Hügel runtergehen in den eigentlichen Ort Uvita und dort in den Marino Balena Nationalpark. Und da hoffen wir, dass wir ein paar Tiere sehen werden. Und wir schauen uns natürlich den Ort mal ein bisschen genauer an und zeigen euch den natürlich ganz genau. Also heute zeigt uns Costa Rica echt die volle Sonne. Also die letzten Tage war es so ein bisschen bewölkt um diese Zeit. Später hat es sogar immer geregnet. Wir befinden uns ja momentan in der Regenzeit, aber wie man sehen kann, ja, momentan absolute Sonne. Am Nachmittag sieht es meistens hier ein bisschen anders aus. Da regnet es hier im Oktober doch ordentlich stark, aber alles noch echt angenehm. Ja, und wir wandern jetzt hier eine Stunde ungefähr von unserer Unterkunft zum Nationalpark. Okay, zwischendurch gibt es noch eine kleine Stärkung. Also ich habe hier was typisch Kostarikanisches und Sarina hat... Ich habe Quesadillas. Tomate und Mayonnaise. Der Marino Balena Nationalpark kostet 6 Dollar Eintritt für ausländische Gäste und hat täglich von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Man sollte nicht nur Ausschau nach Tieren halten, sondern kann auch sehr gerne seine Badesachen mitbringen, denn der Strand lädt ein, sich in die Fluten zu stürzen. So, jetzt sind wir hier im Nationalpark angekommen und wir haben schon ein paar Vögel gesehen. Ja, zum Beispiel ein Schmuckreiher. Genau, ein Schmuckreiher, der schon erfolgreich bei der Fischjagd war. Neben diesem Schmuckreiher, der sich hier an der Flussmündung ein Fisch nach dem anderen gefangen hat, findet man hier noch zahlreiche andere Wasservögel. Sie sind die täglichen Besucher gewöhnt und lassen sich deshalb entspannt bei einem Bad oder bei der Nahrungssuche beobachten. Oder natürlich auch fotografieren oder filmen. Aber wir haben auch noch andere Tiere gefunden. Und zwar sind hier oben auf dem Stein Leguane. Also hier ist ein Weibchen. Da oben ist ein Männchen. Ja, und die haben wir gerade vorgefunden, wie die sich schön gepaart haben. Jetzt sind die erstmal so ein bisschen auf verschiedene Posten gewandert, um sich ein bisschen auszuruhen von der Anstrengung. Er da oben liegt ja, als wenn er auf so einem Thron ist. Und ja, ab und zu sieht man ihn auch nicken. Beziehungsweise ja, so richtig mit dem Kopf wackeln, das ist schon eigentlich mehr als nicken. Und das ist so ein typisches Dominanzverhalten. Das heißt, die zeigen damit, dass sie hier die Chefs sind. Ja, und das Weibchen zeigt sich davon recht wenig beeindruckt. Die ist erstmal fertig und will sich ausruhen. Während das Weibchen des schwarzen Leguans recht unscheinbar aussieht, wirken die Männchen deutlich imposanter. Die Farbe und vor allem der Rückenkamm sollen Kontrahenten Stärke signalisieren. Mit dem legt sich keiner an. Einmal ganz kurz zur Orientierung. Da hinten ist der Eingang, dann geht man hier den Weg lang. Und da hinten sind wir gestern mit dem Boot gestartet. Ja, dann kann man da ein bisschen am Strand entlang gehen. Und dann kann man hier noch ein bisschen am Strand entlang gehen. Und das ist eigentlich schon fast der Nationalpark. Wenn Ebbe ist, dann ist allerdings hier noch ein bisschen mehr zu sehen. Und zwar kann man dann, jedenfalls wenn man in der Luft unterwegs ist, eine Sandbank in Form einer Walschwanzflosse sehen. Also das ist wirklich hier so das Highlight. Erleben wir jetzt momentan nicht, denn immer wenn es Tag ist, beziehungsweise wenn man hier in den Nationalpark rein kann, dann ist eben High Tide. Also das heißt, die Flut ist da, so wie es jetzt gerade der Fall ist. Das heißt, die Walflosse sehen wir nicht, macht aber auch gar nichts, denn man kann hier trotzdem sehr schön Strand und einige Vögel erleben. Na, ob das was wird? Durchs Wasser wandern und aufs Handy gucken ist keine gute Idee, aber ich glaube, sie übersteht's. So, jetzt marschiere ich auch mal hier durch. Wenn Flut ist, ja, dann kann man natürlich hier nicht komplett trockenen Fußes lang gehen, sondern dann muss man hier diesen kleinen Flussausläufer überqueren. Gut.
Guten Morgen aus Uvita. Ja, heute geht es für uns schon weiter. Gestern haben wir den Nationalpark verlassen, auch gerade rechtzeitig. Es hat nämlich später noch sehr stark angefangen zu regnen. Und heute fahren wir weiter nach Drake Bay. Nach Drake Bay, genau. Wir haben so viele Orte im Kopf, deswegen bin ich da ein bisschen aufgeschmissen manchmal. Denn wir müssen heute ein bisschen umsteigen. Wir fahren jetzt erst mit dem Taxi, dann mit dem Bus, dann mit dem Boot, dann wieder mit dem Taxi und so weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Drake Bay. Bis dann. Die Fahrt mit dem öffentlichen Bus von Uvita nach Drake Bay klingt erstmal kompliziert, ist aber total einfach. In Uvita steigt man in den Bus und fährt nach Palma Norte. Dort schnappt man sich sein Gepäck und ein Taxi und fährt weiter nach Sierpe. Das Taxi kann man sich auch gerne mit anderen Reisenden teilen. Das spart Geld. Für Bus und Taxi empfiehlt es sich immer, Colones und Dollar in kleinen Scheinen parat zu haben. In Sierpe lässt man sich dann am Bootsanleger absetzen und das Wassertaxi bringt dich zum nächsten Ort. Unterwegs kann man mit etwas Glück große Spitzkrokodile oder auch andere Tiere sehen. Das Boot fährt circa eine Stunde und dann steigt man direkt am Strand von Drake Bay aus. Deswegen sollte man sich im Boot auch seine Schuhe ausziehen. Dort wird man entweder vom Fahrer seine Unterkunft abgeholt oder man schnappt sich wieder ein Taxi und lässt sich zu dieser bringen. Mehr Infos und das Ganze nochmal in schriftlicher Form findest du auch in der Videobeschreibung. Und jetzt sind wir angekommen. Ja, wir sind hier in der Sunset Lodge. Das ist eigentlich keine Lodge, sondern wir haben hier unsere eigene Hütte. Ja, und die zeigen wir euch jetzt mal ein bisschen, denn die ist wirklich richtig geil. Das stimmt. Also da ist der Pazifik. Hier ist unsere Terrasse, wo wir sitzen. Hier geht's rein. Mega schön auf jeden Fall. Ja, hier ist unser Bett. Dann haben wir hier noch einen Kühlschrank, sehr praktisch. Ich weiß nicht, willst du mal reingucken? Nee. Ja, der ist leer. Der ist leer, ja, das stimmt. Dann haben wir hier noch ein extra Bett, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Eine Kaffeemaschine, Wasserkocher. Noch ein bisschen Geschirr, auch sehr gut. Und hier ist unser Badezimmer. Ich habe sogar einen Föhn. Der Spiegel ist auch witzig. Guck mal, das ist eine Schildkröte. Ja, mega cool. Sehr luxuriös. Und aus dieser schönen Unterkunft melden wir uns jetzt auch ab, denn wir müssen jetzt gleich ins Bett. Morgen geht es nämlich sehr früh raus. Wir fahren morgen mit dem Boot in den Corcovado-Nationalpark und da machen wir dann eine mehrstündige Trekking-Tour mit einem Guide. Ja, das seht ihr aber im nächsten Video. Ich habe hier schon mein Kamera-Equipment alles vorbereitet, habe alles nochmal geputzt, dass ich morgen auch ein paar Tiere vor die Kamera kriege. Sarina, wo ist sie? Da, liegt da hinten im Bett. Und hat auch noch ein bisschen was für Instagram vorbereitet und jetzt melden wir uns ab und morgen wird es nämlich sehr anstrengend. Also macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.